Die Bewohner von Ambach, einem kleinen Dorf am Ostufer des Starnberger Sees, reden seit jeher nur selten über Zugfahrten. Das hängt auch damit zusammen, dass die nächsten Bahnhöfe, das ist Seeshaupt oder Wolfratshausen, unbequem weit entfernt liegen. Der große Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer, der viele Jahre in Ambach wohnte, hat diesen Verdruss des Dorfes mit der Bahn in einem sehr kleinen, sehr herrlichen Werk, ich glaube, das ist das mit dem Titel Lieblose Legenden, festgehalten. Das war Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Wenige Wochen später erhielt Hildesheimer den Besuch einer amerikanischen Freundin, die sich auch gerade literarisch mit dem Zugfahren beschäftigt hatte. Für die Filmrechte an dieser Geschichte hatte ihr soeben Alfred Hitchcock fast 7.000 Dollar überwiesen. Geld genug für eine Europareise, Geld genug auch für 2 Wochen Unterkunft im Gasthaus Fischmeister. Der Roman trug im amerikanischen Englisch den Titel Strangers on a Train. Auf Deutsch in der ersten Übersetzung, die 1967 erschien, Alibi für zwei. Die Autorin, sie ist die Hauptfigur unserer heutigen Sendung, heißt und hieß Patricia Highsmith. Selbstverständlich kennen Sie alle, verehrte Zuseher, die Schriftstellerin Patricia Highsmith, haben den einen oder anderen Film gesehen, der seine Spannung aus Stoffen ihrer Romane oder Kurzgeschichten bezieht. Strangers on a Train, also zwei Fremde im Zug, ist vielleicht eine der bekanntesten Vorlagen. Und naturgemäß ist jenes Buch dieser Meisterin der schwarzen Erzählkunst sehr viel mehr als nur eine bloße Vorlage. Man kann an diesem Buch auch fast beispielhaft beschreiben, was vor ein paar Jahrzehnten mit Literatur geschah, die als sogenannte Unterhaltungsliteratur vertrieben wurde. Heute, um das gleich vorauszuschicken, wird die Bedeutung des Werks der Patricia Highsmith zwischen Jonathan Swift, Dostojewski und Albert Camus einsortiert. Aber zunächst zurück zum Zug, in dem jene beiden Fremden sitzen. Der eine ist eine Art Playboy mit Hang zu unkontrollierbaren Handlungen, der andere ein junger Tennisprofi. Die Männer sind einander zuvor noch nie begegnet. Jeder von ihnen glaubt, das stellt sich bald heraus, er könne sein Glück machen, wenn nur eine einzige Person aus seinem Leben verschwende. Den Playboy stört sein Vater, er will nämlich unbegrenzten Zugang zu dessen Vermögen. Den Tennisprofi stört dagegen die eigene Ehefrau. Sie will sich nicht von ihm scheiden lassen, ausgerechnet jetzt, wo sich ein schöneres, reicheres Mädchen in ihn verliebt hat. Die Tochter eines mächtigen Politikers. Der Playboy schlägt eine einfache Lösung vor. Jeder der beiden löst das Problem des anderen. Da die Polizei die beiden Verbrechen und deren Urheber nie miteinander in Verbindung bringen würde, könnte man jeweils von einem perfekten Mord reden. Das setzt allerdings voraus, dass sich die Partner strikt an ihre Verabredung halten. Und genau hier gerät das ineinandergreifende Rädchen aus dem Takt. Der Tennisprofi will seinen Teil der Verpflichtung nicht einhalten, obwohl sein Reisegenosse bereits, sagen wir, in Vorlage gegangen ist und die im Weg stehende Ehefrau aus demselben geräumt hat. Pacta sunt servanda, auch mündliche Verträge dürfen nicht gebrochen werden. Wie also kann dieser Playboy seinen, sagen wir, seinen Geschäftsfreund zum Einhalten der Verabredung bewegen? Wenn Sie das nicht bereits wissen, meine verehrten Zuseher, dann werde ich hier den Teufel tun, es Ihnen an dieser Stelle zu verraten. Lassen Sie uns stattdessen über ein paar tiefer liegende Momente in der Erzählkunst, nennen wir es ruhig, in der Poesie der Patricia Highsmith reden. Da wäre zunächst einmal ein ganz fundamentaler Glaubenssatz zu nennen. Patricia Highsmith war davon überzeugt, dass das sogenannte Böse schlicht ein konstitutiver Bestandteil unserer Natur, unserer Welt ist. Eine Selbstverständlichkeit. Geradezu ulkig wirken die Personen in ihren Büchern, die sich dieser Gewissheit verweigern. Und es gilt genauso als ausgemacht, dass dieses Böse völlig unauffällig in unser alltägliches Handeln eingewoben werden kann. Nein, nicht jeder wird zum Mörder, doch gänzlich ausgeschlossen ist keine Konstellation. Dieses Böse liegt auf der anderen Seite eines nicht sonderlich hohen Zauns. In Kriegszeiten, Patricia Highsmith war
Anfang 20, als die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eingriffen, in jenen Perioden, in denen die bürgerlichen Gesetze ohnehin aufgehoben sind, ist das Morden schließlich auch kein Ausnahmefall. Es gibt keinen Verlass auf ein Gewissen, das unsere Handlungen Einhalt gebieten kann. Warum soll nur wenige Jahre nach diesem Krieg, warum soll überhaupt das Böse plötzlich aus der Welt verschwunden sein? Die Neugier der Schriftstellerin Patricia Highsmith auf jenen Blick über den eben erwähnten Zaun, der das Gute vom Bösen trennt, erwachte schon sehr früh. Wie sie selbst erzählt, war ein Buch der Auslöser. Ein Buch, das sie bei der Großmutter im Regal fand und das den nicht für alle Kinder faszinierenden Titel trug: Die Seele des Menschen. Der Autor dieses Werks war ein in den USA hochberühmter Psychologe namens Carl Augustus Menninger, der später eine der größten psychiatrischen Kliniken des Landes leitete, in der besonders die Fälle seelisch traumatisierter Kriegsveteranen erforscht und behandelt wurden. Das wissenschaftliche Interesse von Professor Menninger galt sein Leben lang den zwielichtigen Situationen, in denen aus einem vermeintlich normalen Mitglied der Gesellschaft ein sogenannter Verbrecher wird. Wo stecken die inneren Antriebskräfte? Wie diagnostiziert man diese Übergänge im Verhalten eines, sagen wir, eines Feuerwehrmannes, der zum Brandstifter wird? Klar, wir geben dem Vorgang einen Namen. Wir nennen ihn Pyromanie. Doch damit haben wir eine Bezeichnung, keine Erklärung. Aber warum werden etwa bei den Schriftstellern Albert Camus, der junge Meursault, bei Dostojewski, Rodion Raskolnikow zu Mördern? Versetzen wir uns jetzt, verehrte Zuseher, in die Person eines 8-jährigen Mädchens, das in der Bibliothek der Großmama jenes bedeutende Werk über die Seele des Menschen gefunden hat. Ihre Mutter hat sich kurz vor ihrer Geburt von ihrem Vater scheiden lassen. 3 Jahre später hat sie den Grund für ihre Scheidung, nämlich den Künstler Stanley Highsmith, geheiratet. In diesem Beziehungsgeflecht waren alle Künstler, Zeichner, Designer, mehr oder weniger begabte Virtuosen des Auges. Die kleine Patricia wächst in Fort Worth in Texas auf. Eine Zeit lang lebt sie in New York, wird dann, da ist sie 12, wieder nach Texas zur Großmutter zurückgeschickt. Ihre Eltern haben in diesen Monaten gerade ganz andere Sorgen. Man muss nicht auf klassische Märchen zurückgreifen, um hier eine verhängnisvolle Konstellation zu erkennen. Das Kind steht am Rande und beobachtet, wie die Mutter sie mal liebt, mal ihr erklärt, dass sie vergeblich versucht hatte, sie abzutreiben. Der nicht geliebte Stiefvater kann von der kleinen Patricia benutzt werden, wenn es gegen die Mama geht. Man kann sich aber auch mit der Mutter gegen ihn verbünden. Die Regeln des Kampfes und der Moral werden jeden Tag neu erfunden. Es gibt keine Hoffnung auf Stabilität und auf ein schlechtes Gewissen ist erst recht kein Verlass. Dieses kleine Mädchen, die heranwachsende junge Frau, beobachtet und hält schriftlich fest. Es entstehen erste Kurzgeschichten, erste Gedichte, auch Zeichnungen und Comics. Aber Zeichner gibt es ohnehin genug in der Familie. Also wendet sich Patricia Highsmith ganz der Literatur zu, studiert englische Literaturwissenschaften und Latein, horcht auch kurz in Vorlesungen hinein, in denen es um Griechisch geht oder um Biologie. Sie gilt als hochbegabt mit einer Neigung zu Schrullen. Frauen liebt sie weitaus mehr und häufiger als Männer. Als sie Anfang 30 war, schreibt sie zu diesem Thema den Roman Salz und sein Preis, allerdings unter einem Pseudonym. Und dieses Pseudonym wird sie erst 3 Jahrzehnte später lüften. Da ist sie schon lange die hochberühmte Patricia Highsmith, die Schöpferin des talentierten Tom Ripley, der sich durch einen geschickten Mord viel Geld und eine neue Identität geschaffen hat.
Ripley führt seine Projekte mit chirurgischer Kälte und ohne die geringsten Skrupel aus. In den Augen mancher französischer Literaturkritiker wurde er damit zu einer Symbolgestalt der Philosophie des Existenzialismus. Und als der junge Alain Delon ihn in einer Verfilmung von René Clément verkörperte, wurde dieser Ripley vollends unsterblich, falls es diese Existenzform denn geben sollte. In Tom Ripley wurde die Autorin gerade wegen dieses Erfolgs so schnell nicht wieder los. Er wurde die Hauptgestalt von 5 ihrer Romane. Bisweilen beklagte sie, er sei durchaus nicht ihre Lieblingsfigur und sie habe weitaus Besseres geschrieben. Aber in einer Welt, die keine moralische Verlässlichkeit bietet, müssen auch Schriftsteller damit leben, nicht immer Herr des Verfahrens zu sein. Ihre Helden melden sich zurück wie Liebhaber oder, sagen wir im Fall der Patricia Highsmith, wie Geliebte, die sich nicht damit abfinden wollen, aus einem Text oder einem Kontext gestrichen zu werden. Dieses Thema, geliebt, verstoßen, geliebt, erneut verstoßen zu werden, zieht sich übrigens wie ein Leit- oder ein Leitmotiv durch das Leben dieser Autorin, von der häufig bemerkt wurde, wie gern sie sich zurückzöge. Man muss dazu anmerken, dass Patricia Highsmith oft verletzt wurde und gerne selber verletzte. Wenn sie betrunken war, und das war sie leider in einer gewissen Regelmäßigkeit, suchte sie sich als Opfer am liebsten Schwarze oder Juden, im Idealfall schwarze Juden. Das macht und machte schon damals es uns nicht ganz leicht, die Schriftstellerin so tief in unser Herz zu schließen. Weitaus häufiger und stets nachvollziehbar ließ sie aber nach Schwefel riechenden Dampf ab, um uns ihre Erbitterung über den laufenden miserablen Zustand der kommerzialisierten Welt der Literatur nahezubringen. Sie, die zu Recht als eine der Großen der Weltliteratur hätte behandelt werden müssen, wurde herumgeschubst wie ein Scriptwriter, wurde mit der dumpfbackigen Attitüde von Literaturinvestoren behandelt, die hier Schnitte, hier neue Passagen, hier neue Figuren verlangten. Der Künstler, das war der Ausführende, der seine Klappe zu halten hatte. Ein solches Verlangen kann, muss aber nicht zur Demut führen. Manche Kreaturen wehren sich, manche ziehen sich einfach zurück. Wie im Tierreich etwa die Schnecke, meine verehrten Zuseher, Gastropoda, mit den Bauchfüßer aus dem Stamm der Weichtiere. Diese Tiere verwandeln sich nach einem im Allgäu erhaltenen Glauben in Gold, wenn man sie nur an die Wand wirft. Man kann sie auch sammeln und, wie es heißt, in einen Sack legen, dann findet man dort später lauter Dukaten. Wir verhalten uns eher skeptisch gegenüber derlei Botschaften, erinnern uns aber gern an eine Cocktailparty in London, zu der die Autorin in ihrer Handtasche 100 Schnecken mitbrachte und den entsprechenden Versorgungsbedarf an Salat. Schnecken spielen in ihrem Werk eine ganz besondere Rolle. In einer besonders guten und gruseligen Erzählung mit dem Titel Der Schneckenforscher spielen sie sogar eine tödliche Rolle. Nach London war sie selbstverständlich mit der Bahn angereist. Man weiß ja eben nie, wen man auf diesen Bahnfahrten trifft. Die Bewohner von Ambach freut es übrigens noch immer, diese weltberühmte Schriftstellerin einst beherbergt zu haben. Allerdings gibt es kaum noch Zeugen.